ich bin Patrick Babumian. Ich mache seit ca. 18 Jahren Kraftsport und bin dann jetzt so ca. vor 6 Jahren zum Strongman gekommen. Und da habe ich jetzt vor einigen Wochen die deutsche Strongman-Meisterschaft gewonnen und bin damit stärkster Mann Deutschlands. Und ich bin Vegetarier. Also ich muss so circa 3 bis 4 Mal die Woche trainieren und gleichzeitig muss ich halt sehen, dass ich nicht zu viel mache, beziehungsweise ich muss das halt irgendwie noch vereinbaren mit meinem Studium. Im Moment arbeite ich an meiner Diplomarbeit in Psychologie und dementsprechend muss ich halt sehen, dass ich das alles, Studium, Training und so weiter, unter einen Hut bringen kann. Vor circa 6 Jahren, während der Zeit, als ich mein Abitur auf der Abendschule nachgeholt habe, hat sich bei mir ein Denkprozess in Gang gesetzt, wo ich mir einfach die Frage gestellt habe, ob der Fleischkonsum, ob der so zu meiner Gesamtphilosophie passt. Ich bin ein sehr tierlieber Mensch und habe mich dann halt gefragt, wenn ich jetzt die Tiere, die ich da täglich konsumiere, wenn ich die selber schlachten müsste, ob ich das übers Herz bringen würde. Die Antwort war dann nein und dementsprechend kam halt ein Denkprozess, der mich immer mehr mental gequält hat und dann eben nach ein paar Tagen auch dazu geführt hat, dass ich dann gesagt habe, dann ist es so auch nicht in Ordnung, Fleisch überhaupt zu konsumieren. Und dementsprechend habe ich vor 6 Jahren aufgehört, Fleisch zu konsumieren. Und was ich vorher nicht wissen konnte, ist, dass das Ganze bei mir, was das Ganze fürs Training bedeuten würde. Was dann letztlich sich gezeigt hat, ist, dass ich innerhalb der ersten 6 Monate fleischlos eine riesen Leistungsexplosion hingelegt habe. Das ist beides so miteinander einhergegangen. Also seit der Zeit, wo ich Strongman mache, bin ich auch Vegetarier. Der Strongman-Sport ist eigentlich der Versuch, herauszufinden aus den verschiedenen Disziplinen, die es im Kraftsport gibt, wer da sozusagen wirklich der Stärkste ist. Ein Strongman hebt, stemmt, wirft und zieht jeden erdenklichen schweren Gegenstand, den man sich vorstellen kann. Das heißt also, es werden LKWs gezogen, es werden Flugzeuge gezogen, Baumstämme werden über den Kopf gestemmt, Waschmaschinen werden getragen, geworfen, alles Mögliche. Beispielsweise eine Waschmaschine hat jeder vielleicht mal beim Umzug versucht anzufassen und da weiß man einfach, dass die schwer ist, und wenn man dann sieht, dass da jemand mit rumrennt oder das Ding wegwirft, dann kann man sich vorstellen, was das ungefähr für eine Leistung ist. Wenn man kein Fleisch isst, muss man sich ja ganz oft anhören, dass man eine Mangelversorgung mit Protein und mit anderen Nährstoffen, also Eisen und weiß der Teufel was alles, angeblich bekommen würde. Und ich habe ja selber gemerkt, wie gesagt, als ich umgestellt habe auf fleischlos, dass meine Leistungen besser geworden sind und dass das völliger Blödsinn ist. Also dieses Klischee, dass Fleisch in irgendeiner Art und Weise wichtig für die Leistungsfähigkeit bzw. für das menschliche Wohlbefinden ist. Ich habe ja 26 Jahre gebraucht, um auf den Trichter zu kommen, dass es für mich nicht okay ist, Tiere zu essen. Und jetzt mache ich das seit 6 Jahren und diese 6 Jahre wiederum habe ich anscheinend als Denkprozess noch gebraucht, um eine weitere Sache umzusetzen, die eigentlich mir schon von der ersten Minute an klar war, nämlich dass das eigentliche Ziel eben sein muss, vegan zu werden. Das heißt also, ich hoffe, dass ich bis zur Jahreswende im nächsten Jahr das komplett hinbekommen habe und bin jetzt halt schon wie ein Wilder am Kochen und Experimentieren, wie ich das alles so gestalten kann, dass es sich eben auch mit meinem Lebensstil soweit nicht beißt.